Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzisch. Es kommt jetzt eine sehr interessante Stelle von dem Spiel. Es war sehr gut, dass das Letzte an der passenden Stelle, und zwar exakt hier, gestoppt hat. Weil so können wir jetzt der nächste Part, der schon wirklich ein bisschen knifflig ist, wo ich auch ein paar Mal drauf gehen könnte, wenn ich es nicht richtig drauf habe, deswegen ist es ganz gut, dass es mal hier pausiert hin, dass wir hier direkt loslegen können. Und nachdem die Passage hier durch ist, mache ich für heute auch erstmal Schluss. Lade dann nochmal die Videos hoch und dann könnt ihr sie euch in aller Ruhe angucken. Und ich habe wieder Zeit genug, dass ich wahrscheinlich am nächsten Wochenende wieder ein bisschen was spielen kann und das hochzuladen. Bis dorthin habt ihr dann wahrscheinlich wieder mehr als genug Material. Es ist jetzt mein zweiter Spieltag. Die erste Spieltage, also beim ersten Spieltag, da ging es von Video 1 bis 6. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemacht. Da habt ihr ein bisschen mehr was zu gucken. Müsst ihr auch nicht so lang warten wahrscheinlich, bis ich dann wieder was hochgeladen habe. Ich versuch's natürlich so schnell wie möglich zu machen. Ja gut, jetzt geht's hier weiter mit einer kniffligen Passage. Die kommen schon wieder. Ich hab dich. Gott, verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Jetzt können wir uns auch wieder bewegen. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Perspektive ist natürlich super. Aber es ist auch eine von meinen Lieblingspassagen, muss ich sagen, obwohl es ja recht schwer ist. Ja, da kommt jetzt natürlich auch ein paar Pilzcap. Und die Pilzcap, die krallen wir uns. Dann wäre die Sau. Nein! Gut, noch geladen. Er lebt! Wie weit bist du? Das ist, wie gesagt, Andy von Dennis' Situation, wo der Joel dann standardmäßig der Revolver zückt. Deswegen brauchen wir dort die Munition. Super. Aber ich glaube, da haben wir sowieso unendlich Munition. Da kommt der erste Klicker. Das war jetzt super, dass uns dann die Munition ausging. Ah, geh fort, du Pilzkopf. Kopfschuss. Und der Klicker ist auch hier. Super. Läuft doch besser als gedacht. Bereit, Ellie. Halt durch. Hoppala. Scheiße. Alles okay? Der Klicker, der zieht los, das aber auch gut. Okay. Jetzt gilt es, die Ellie zu verteidigen. Und Munition hat sie uns auch noch zugeworfen. Verdammt normal. Beeil dich! Ah, jetzt müssen wir die Ellie verteidigen. Du mieser Pilzkopf, komm her. Gott, dann Hammer. Jetzt kommt der nächste. Ah, du hast jetzt einen Klicker. Dann habe ich ein bisschen die Spur auf dem Schädel geschossen. Der ist ein bisschen benommen. Und gerade hinterher und Kopfschuss verpasst. Super. Ah. Ja, du kann ich jetzt nur noch Knäpp drücken. Mehr geht nicht. Und Rettung. Aber sicher mache ich das. Du holen wir uns jetzt einen Molly, den können wir jetzt gebrauchen. Leute, hinter uns! Bill, dann los! Und rein mit uns. Weiter, hier sind wir nicht sicher. Ja. Bill, sie
komm durch die Tür! Das war ein bisschen früh, aber ich hoffe, der fängt noch Feuer. Zurück. Ja, zurück. Der hat noch Feuer gefangen. Die leider nicht mehr. Okay, na los, wir sind fast da hier. Gut. Oh, Scheiße. Sind wieder welche? Wir kommen her. Lauf weiter, hier lang, durch den Gang. Ah, dann mach doch, Mädel. Hier steht volle Kanne davor. Okay. Los, Ali, schnell! Ich lauf jawohl. Ja, Mann! Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag? Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist auch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um, vielleicht tun wir was gebrauchen. Jetzt haben wir doch mal den Bill kennengelernt. Super Typ, ich finde den einfach nur klasse. Das ist einer von meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und ja, der ist zwar recht paranoid, wie gesagt, hat sie sofort erstmal gewaltsam untersucht, aber ich finde den Kerl einfach nur authentisch. So ein Einsiedler in einer letzten Stadt, wo der letzte Einwohner ist. Und halt auch schon ziemlich kaputt im Kopf. Mann, der hat ja voll den Stock im Arsch. Geh ihm einfach aus dem Weg. Genau. Geh ihm aus dem Weg. Ich meine, wir sind jetzt auch überhaupt nicht mit ihm unterwegs. Aber passt ja schon. Dann machst du mal. Ah ne, ich hab mir eine modifiziert die Waffe gehabt. Genau, da brauchen wir das Zeichen noch nicht. Wunderbar. Da haben wir Klinge wieder. Wir haben Alkohol, wir haben Klebeband. Das nehmen wir uns doch sofort wieder. Lumpe haben wir schon voll. Der Alkohol haben wir auch schon voll. Ja, okay. Waschen wir noch eine Klinge und einen Molotow-Cocktail. Da können wir uns auch das Zeichen wiederholen. Super. Da haben wir was Neues. Da haben wir erstmal die Munition hier. Gucken, ob alles hochgeladen ist. Jawohl, ist es. Und da haben wir was Neues. Und zwar Trainingsbücher. Damit hält mein Messer jetzt einen Schlag länger. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Da können wir uns das Ding nochmal angucken.
Auf jeden Fall bricht unser Messerklingennetz sofort ab. Nur wenn wir die Tür noch damit knacken, dann ist ein ganzes Messer verbraucht. Und man braucht auch ein Messer mit voller Energie, um so eine Tür zu knacken. Aber gegen Klicker oder so kann man es jetzt mehrfach verwenden. Optionales Gespräch wieder. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Muss man dazu sagen, im Original sagt er eigentlich Bobby Fischer statt Großmeister. Das ist dann, ja, wie gesagt, das hat er halt einen Namen und nicht einfach nur einen Titel. Hast du jetzt alles? Fertig. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ich seh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, Hunter. Nimm dir, was du brauchst. Danke. Hunter, ja. Ich sage jetzt erstmal nichts dazu. Aber merken euch mal den Begriff Hunter. Hier nochmal Reihe. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Hess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Gucken wir uns hier nochmal um. Immer noch einen Baseballschläger parat, aber unser Bleirohr ist doch etwas besser. Dann helfen wir doch jetzt noch ein Bild dort dabei. Und ja, dann wollen wir doch mal zu dem Waffenarsenal. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Leberwurstebrot. Hört sich an. Nett. Es gibt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ja, okay. Der Bill muss ja nicht wissen, dass die tot ist. Und weiter geht's. Das ist auch wieder interessant, die Passage hier. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Yo, um die kümmern wir uns doch gleich. Macht euch bereit! Fallen die Sprengfalle gerannt. Und gemessert. So, wunderbar. Den Schnappmonster jetzt so. Oh, das lief doch relativ fix, das Ganze. Okay. Ich muss die Barrikaden schieben. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es verrohren. Du weißt, was das heißt. Das ganze Volk aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt den Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill? Joel? Hier lang. Ja, der scheint es nicht so gewohnt zu sein, nur Gespräche zu führen. Mit anderen Menschen. Da haben wir hier wieder was Nettes. Und das kann ich mich nämlich auch noch erinnern. Und zwar. Oh, das ging wohl nicht auf Anhieb. Schade. Aber jetzt. Da haben wir wieder einen Firefly-Anhänger. Und zwar vom Alex Raymond Vincent. Doch so viel. Super.
dann geht's hier wieder weiter. Und dann wollen wir doch zum Bild, seinem Zwotlager, seinem Waffenlager.